Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe! Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Na, endlich ist es soweit, Azrael. Ich werde diese kleinen, miesen Schlümpfe ein für alle Mal beseitigen. Ich werde dir jetzt demonstrieren, was ich mit diesen lausigen kleinen Quälgeistern zu tun gedenke. Pass genau auf! Du erbärmlicher Feigling! Auf dich kann ich mich nie verlassen! Also Schlumpfbeeren pflücken ist ja wohl das Schlumpfigste, das es auf der Welt gibt. Schlumpfig gesehen schon, aber vom Intellekt her stimulierend? Nein, mein Talent würde weitaus besser genutzt, wenn ich, Schlaubi Schlumpf, euren Intellekt stimuliere, indem ich euch ein paar meiner weltweit berühmten Zitate rezitiere. Selbstverständlich wäre es dann eure Aufgabe, mich hin und wieder mit einer Schlumpfbeere zu stärken, damit mein Hals nicht austrocknet. Naja, vielleicht lassen wir das mit dem Rezitieren. Ich persönlich sammle lieber Schlümpfe. Hahaha, die sind viel schmackhafter. Oh! Bleibt doch hier. Ihr könnt mir beim Abendessen Gesellschaft leisten. Hab ich euch, ihr verdammten Schlümpfe. Und diesmal werdet ihr mir nicht entwischen. Was ist denn? Lass los, du blöde Erfindung! Lass uns schleunigst abschlumpfen! Stehen geblieben, sag ich halt! Oh, wie ich sie hasse, diese kleinen blauen Monster! Ich verabscheue sie, Azrael! Ich hasse, verfluche und verachte sie, die kleinen blauen Biester! Aber diesmal wird mein Plan gelingen. Ich habe ihn genau ausgetüftelt. Es kann gar nichts schief gehen. So, Azrael, diesmal kriege ich sie. Diese kleinen blauen Plagegeister werden meinem Denkmal einfach nicht widerstehen können. Autsch! Oh, das soll mir dieses Schlumpfgesindel büßen. Das war stark, wie du dich an Gargamel herangeschlichen hast, Hefti. Ach, Gargamel, dieser Schwächling. Den hättest du getrost mir überlassen sollen. Ich hätte ihn ganz alleine fertig gemacht. Oh. Das ist ja wirklich erfreulich, dass zur Abwechslung auch mal ein anderer geschlumpfbärt wird. Ja, Azrael, Kunst kann manchmal eine äußerst schmerzvolle Erfahrung sein. Aber das war es wert, jedes Autsch. Oh, das werden sie mir teuer bezahlen. Pass auf, Azrael, mein Meisterwerk! Ja, genau, ein Riesen-Papa-Schlumpf. Aber dieser hier ist innen hohl. Und diese trotteligen kleinen Schlümpfe werden darauf reinfallen. Sie ziehen mich in ihr Dorf und dann im richtigen Moment springe ich heraus und schnappe mir das blöde Gesindel. Wie klassisch, geradezu antik. Was für ein herrlich hinterlistiger Trick. Die Schlümpfe gehen alle naselang an ihrer geliebten Eiche vorbei. Und du gehst jetzt schön nach Hause, Azrael. Ich will nämlich nicht, dass du sie verschreckst, bevor sie... Schlümpfe, verschwinde auf der Stelle, du lausiger Kater. Hau ab, du schmutziger Flohbeutel. Mir ist ganz schwarz vor Augen, verschwinde. Jetzt brauchen wir einen Monat lang keine Schlumpfbeeren mehr zu pflücken. Sehr gut, Schlumpfbeeren pflücken entspricht auch nicht meiner Vorstellung von...
Oh, du allmächtiger Schlumpf. Seht nur. Oh. Papa Schlumpf als Statue. Ja. Oh je, die ist ja so groß wie Gargamel. Nein, so groß ist sie nicht. Wo mag die herkommen? Hier steht, sie ist ein Geschenk von einem heimlichen Bewunderer. Oh. In der Tat ein Geschenk, das ausgesprochen schlumpfig zu nennen ist. Wir müssen es auf der Stelle zu Papa Schlumpf bringen. Vielleicht ist es auch ein Trick. Es könnte ja so etwas Ähnliches sein wie das trojanische Pferd. Benutzt eure Gehirne, meine schlumpfbeerenpflückenden Freunde. Die Statue ist viel zu wertvoll, um sie hier im Wald stehen zu lassen. Das wunderbare Stück muss auf dem Dorfplatz aufgestellt werden, damit alle Schlümpfe sie bewundern können. Genau das war meine Absicht. Mein Plan funktioniert ausgezeichnet, Azrael. Meine Güte! Oh, Papa, Schlumpf ist ja ganz schön schwer. Glaubt mir, die Mühe wird sich bestimmt lohnen. Warte mal! Was ist denn los, Handy? Die Statue ist viel zu breit für die Brücke. Ui, was sollen wir denn jetzt tun? Naja, wir könnten die Statue in kleine Stücke zersägen. Rede keinen Unsinn, Hefti. Wir werden sie schon wohlbehalten auf einem anderen Weg ins Dorf bringen. Ich kenne da eine Abkürzung. Passt doch auf, ihr beschädigt Papa Schlumpfs Statue. Ach, reg dich doch nicht so künstlich auf, Schlaubi. Ja, genau, Schlaubi. Die ist doch nur aus Holz. Genauso wie dein Kopf. Jetzt wird es gar nicht mehr lange dauern, Azrael. Dann kriegen diese Schlümpfe endlich das Geschenk, das sie verdient haben. Mich. Ich habe schon lange nichts mehr von diesen hässlichen blauen Kerlen gehört. Ich denke, ich werde mal einen kleinen Blick riskieren, ne? Wieso stehen wir denn hier an einem Abhang? Du meine Güte, Schlaubi, das ist die längste Abkürzung, die ich je in meinem Leben genommen habe. Ich habe die Nase voll von deiner Abkürzung. Ja, und wie willst du Schlauberger Papa Schlumpfs Denkmal jetzt ins Dorf kriegen? Wir müssen es an den Seilen den Berg runterlassen. Dazu ist nur etwas Teamwork notwendig. Ach, hör mir auf mit Teamwork. Oh, diese elenden Schwachköpfe. Man muss offenbar davon ausgehen, dass sie nicht mal ihr eigenes Dorf wiederfinden. Ah, es geht weiter, wurde aber auch Zeit. Hey, das geht mir aber viel zu schnell. Oh! Den Berg runter. Na, dann werde ich sie mal aufhalten. Nicht doch, Rocky. Sie ist viel zu schwer. So schwer kann keine Statue sein. Dachte ich. Schnappt euch das Seil, wenn es vorbei rauscht. Festhalten, Schlümpfe. Zieht an. Machen wir ja. Nein, worauf habe ich mich da bloß eingelassen? So, die hätten wir erst einmal festgebunden. Ausgezeichnete Arbeit, Schlümpfe. Naja, vielleicht ist Teamwork am Ende doch nicht das Schlechteste. Und mit etwas mehr Teamwork könnten wir die Statue jetzt ins Tal runterlassen. Das ist doch ein Klacks für uns. Dazu bedarf es aber unbedingt meiner Muskelkraft. Oh, Mami, Mami, Mami. Mami! Naja, wenigstens schwimmt das Ding. Oh, Graus, der Wasserfall! Keine Sorge, Azrael, wahrscheinlich sind wir schon ertrunken, bevor wir den Wasserfall erreichen. Plätsch, platsch, plätsch, platsch! Großmaul nimmt ein schönes Bad! Au! Das Wasser ist aber hart! Hey, Großmaul hat was zum Spielen, ein neues Spielzeug! Eine richtige Papa-Schlumpfpuppe! Oh nein, Mami, Mami! Hey, Mami. Sie kann ja reden! Mami! Was, Mami? Ich bin keine Mami! Nein, Papi, Papi, Papi! Das ist schon besser! Die Statue finden wir nicht wieder. Tja, lieber Hefti, wir müssen eben weitersuchen. Nichts, aber auch absolut schlumpfig, nichts darf Papa Schlumpfs Ruhm im Wege stehen. Habt ihr verstanden? Was ist denn da los? Du kleine Puppe! Oh, Großmaul! Meine kleine Puppe! Kriegen wir nie wieder! Hört mir gut zu! Ich habe einen Plan. Ich werde ihn euch verraten. Oh, du kleiner Schatz, Großmaul kann nicht so gut leiden. Hey! Hey, jemand hat Großmauls Puppi weggenommen! Das Dorf liegt direkt vor uns. Wartet mal! In diesem Zustand darf Papa Schlumpf seine Statue aber nicht sehen. Nein, nein.
Nein, 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 Azrael, noch nicht. Warte bis zur Enthüllung. Dann haben wir so viele Schlümpfe, wie wir wollen. Ach, und diesen Augenblick kann ich kaum noch erwarten, Azrael. Glaubi, was für eine Überraschung hast du denn für mich? Oh, allmächtiger Schlumpf. Ich überreiche dir den noblen Schlumpf. Hip, hurra, hip, hip, hurra, hip, hip, hurra. Großartig, Schlümpfe. Wann habt ihr denn nur die Zeit gehabt, den zu bauen? Wir haben ihn nicht gebaut, Papa Schlumpf. Ich habe ihn gefunden. Und wo habt ihr diese Statue entdeckt? Bei der großen Eiche, das Geschenk eines heimlichen Bewunderers von dir. Irgendetwas kommt mir an diesem Geschenk nicht ganz geheuer vor, Schlaubi. Ratet mal, wer sich zum Essen angesagt hat. Ganz recht, was gibt's als Vorspeise? Hefti, Hefti, lauf, wo der Schlumpf geht kaputt. Papa, du bist sicher etwas zähner. Ja, dich hebe ich für Azrael auf. Azrael, du Angsthase, Angsthase, Angsthase. Welch ein Riesenspaß. Das sollte ich öfter machen. Hilfe, Azrael. Wir wären erst mal außer Gefecht. Ja, jetzt weiß ich endlich, wieso das Ding Katapult heißt. Ihr kleinen blauen Monster, ich bin nicht auf die Hilfe der Katze angewiesen. Ich helfe mir selbst. Was ist? Oh nein! Gut, ihr Schlümpfe, jetzt heißt es wieder Teamwork. Hilfe! Nur ein klein wenig Teamwork und alles andere klappt. Du hast recht, Papa Schlumpf. Lasst mich raus, ihr kleinen blauen Ungeheuer. Wenn ich je wieder hier rauskomme, wünscht ihr euch, meinen Namen nie gehört zu haben. Hey, komm sofort zurück. Da ist ja meine kleine Papa Schlumpf-Puppi. Oh nein, Mami, Mami, Mami. Ich gesagt dir schon mal, ich bin keine Mami. Also schön, Papi, Papi, Papi. Das Maul mag Papa Schlumpf-Puppi unheimlich gerne, Papi Schlumpf-Puppi.